Hallo und willkommen bei einem weiteren Beatbox-Tutorial mit eurem Gorilla-Botschafter Elias aus Österreich. Let's go. In dem heutigen Beatbox-Tutorial geht es um TKs. Das ist eine wahnsinnig wichtige Technik, um schneller zu Beatboxen. TKs bestehen aus drei Sounds: eine Hi-Hat, eine Outward-Snare und danach eine Inward-Snare. Also. Das heißt, das Wichtigste bei den TKs ist die Abwechslung zwischen der Outward Snare und der Inward Snare. Also. Das ist das Wichtigste, um TKs gut hinzukriegen. Dass das Gehirn sich daran gewöhnt, diese schnelle Abwechslung hinzukriegen. Das automatisiert sich nach einer Zeit. Also, wenn ich dann eine schnelle Abfolge mache von Drumbeats, denke ich eigentlich gar nicht mehr so viel drüber nach. Es ist ja. Es ist. Ich habe mich total daran gewöhnt und das kann jeder, auf jeden Fall. Das Erste, was das Hirn begreifen muss, ist nur die schnelle Abwechslung zwischen einer Outward und einer Inward Snare. Also ein Ausatmen und dann ein Einatmen. Es geht schneller, als ihr denkt. Der Beat, den ich euch zeige, ist ein Drum and Bass Beat, nur bauen wir an einer Stelle TKs ein. Also. Nochmal. 1, 2, 3, and. Und jetzt nochmal derselbe Beat. In langsam. Ein weiterer guter Beat, um TKs zu üben, ist ein Jungle Beat und das Grundgerüst des Jungle Beats ist. In Zeitlupe. Und jetzt baut ihr in diesen Beat TKs ein. Mit diesen Beats habe ich damals als Anfänger TKs gelernt und auch ihr werdet das schaffen. Und wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder.